Hallo, nächstes Video. Wie kann sich Insulinresistenz zeigen? Ich habe hierzu mal wieder eine Grafik gemacht. Ich finde das immer sehr hilfreich. Also ich selbst lerne ganz gut dabei. Man kann das Video zu jeder Zeit stoppen und man kann dann einfach auch mal das Bild großziehen und schauen, was da so steht und vielleicht sich auch mal die eine oder andere Notiz machen. Also ja, ich hoffe, es ist alles sehr gut erkennbar. Ich bin bemüht, das wirklich auch so herzubringen, dass man das auch später noch mal rekapitulieren kann. Was steht da eigentlich? Gut, Insulinresistenz und wie sie sich zeigen kann. Ich muss da ja auch immer ein bisschen also vorsichtig sein mit den Ausdrücken. Deswegen kann, aber meine Erfahrung ist, es ist so. Aber ja, muss nicht für jeden zutreffen, aber vielleicht erkennst du das eine oder andere wieder. Die Fettabnahme stoppt, egal wie wenig oder auch wie gesund ich esse. Das ist also ein Hauptsymptom oder ein Haupterkennungsmerkmal, wo man dann doch mal weitere Sachen hinterfragen sollte. Wenn ich, egal was ich tue, egal wie viel Sport ich treibe, egal wie gesund ich mich versuche zu ernähren, wenn das Körperfett einfach stagniert, dann ist das ein sehr deutlicher Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Oder Heißhunger auf Süßes oder Pikantes oder auch auf Alkohol, also Appetit auf Alkohol, kann ein ziemlich sicheres Zeichen oder ein sicherer Hinweis sein, dass da eine beginnende Insulinresistenz sich zeigen könnte. Wenn ich keinen Fokus lange Zeit mich nicht konzentrieren kann, wenn ich merke, irgendwie auch mein Kurzzeitgedächtnis hapert, mir fallen Worte nicht ein, ich bin unkonzentriert, ich bekomme auch irgendwie Nervosität oder ja, kann mich nicht lange konzentrieren, kann nicht konzentriert arbeiten, kann ein Hinweis sein. Oder auch ein ganz, ganz deutlicher Hinweis, wo ich sage, ja, 100%, wenn ich müde werde nach dem Essen oder wenn ich am Nachmittag am liebsten mich hinlegen würde und erstmal eine Stunde schlafen. Also sehr deutliches Zeichen. Sehprobleme, das nächste. Viele Leute, auch die, die ich berate, sagen, also ich habe immer so gut sehen können und plötzlich, bupp, geht mein Augenlicht. Ich brauchte innerhalb von kurzer Zeit zwei, drei Dioptrien mehr, stärkere Brillengläser. Ja, auch das ist ein Hinweis. Oder wenn ich merke, ich esse immer zu, bin ich richtig hungrig, aber satt bin ich auch nicht. Also auch das hat immer etwas mit den Blutzuckerschwankungen zu tun, hat auch etwas damit zu tun, dass die Zellen das einfach nicht mehr richtig aufnehmen, dass der Körper nach Hunger oder die Zellen nach Nährstoffen rufen, aber durch diesen hohen diese hohe Insulinanwesenheit einfach die Glukose nicht wollen. Also Insulinresistenz. Häufige Toilettengänge in der Nacht, das ist also gerade auch für. Es muss nicht immer etwas mit einer Prostatavergrößerung zu tun haben, kann auch sehr häufig ein Zeichen für Insulinresistenz sein. Jetzt nochmal zur Insulinresistenz selbst. Das ist also nochmal die Darstellung der Zelle. Das ist der Zellkern, hier sind die Mitochondrien. Das Insulin ist quasi der Schlüssel, der die Zelle aufmacht, damit Glucose hineingelangen kann. Und wenn wir also ja, zu häufig essen und einfach wenn diese ganze Kreislauf da in Gang gekommen ist, dann kann es sein, dass die Zellen einfach zumachen, dass sie ihre Rezeptoren einziehen, dass Glucose nicht mehr, also das Insulin nicht mehr andocken kann. Und wenn Insulin als Schlüssel für das Öffnen der Zelle, wenn Insulin da nicht mehr andocken kann, kann Glucose nicht hinein. Die Glucose, der Zucker, bleibt also im Blut und braucht und dieser Anwesenheit von Insulin und Zucker im Blut sagt der Bauchspeicheldrüse einfach noch mehr Insulin, damit irgendwann die Glucose doch noch in die Zellen gepresst wird. Ja, also das ist also der Zustand.
Also der Insulingehalt wird einfach deutlich, deutlich, deutlich erhöht, sodass die Zellen am Ende gezwungen sind, doch noch aufzumachen. Wenn also die Zellen blocken, da keine Glucose reinlassen wollen, dann lassen sie natürlich auch keine Nährstoffe hinein. Und das erzeugt dann diesen Zustand, der Körper ist voll von Zucker, der Körper ist voll von Insulin, aber wir haben Hunger, wir haben Nährstoffmängel, und daher kommen diese ganzen Sachen, die sich dann hier zeigen. Und das Ganze hat natürlich auch Langzeitauswirkungen. Wenn das unbehandelt oder unbeachtet bleibt, kann sich daraus dann dieses Szenario entwickeln. Und das bedeutet Langzeitprobleme bei Insulinresistenz, Herzkrankheiten, Arteriosklerose, Fettleber, Demenz. Insulinresistenz ist ein Prä- oder sogar ein diabetischer Zustand, Diabetes eben und Bluthochdruck. Also, das ist also als nächstes Video für das Verständnis von Insulinresistenz und gleich gibt es das nächste.